Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Subnautica, meine lieben Freunde. Ja, ihr habt mal wieder fleißig in die Kommentare geschrieben, ich sollte meine Spinde benennen, damit ich schneller was wiederfinde. Gute Idee. Das machen wir auch. So, meine lieben Freunde, das ist aber nicht das Einzige, was jetzt im Moment hier noch so ist. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Ich war ein bisschen auf Google unterwegs, ne? Und da habe ich dann hier und da was Tolles gefunden. Und zwar, wo ich Magnetit herbekomme. Und das werden wir auch jetzt mal in Angriff nehmen. Und zwar gibt es Magnetit doch da in der Höhle, wo ich war. Und dort werde ich hingehen. Das ist nicht nur das Einzige. Außerdem, da ich die Orientierungssinn einer Bockwurst habe, werden wir uns auch nachher mal hinsetzen und ein paar neue Bojen herstellen. Wo wir dann halt unsere Wege zeigen, wo ich hin muss. Weil, naja, ich check's nicht. Dann müsste ich noch einmal an die Oberfläche, und zwar zum Brunnen. Dort möchte ich mir ganz gerne Melonensamen ranholen. Weil Melonensamen Wasser und Essen wiedergeben. Und das in sehr, sehr guten Dingern. So, jetzt haben wir uns aber erstmal genug durchgefuddert. Jetzt geht's los. Mein Skype geht mir unten tierisch auf den Sack, Leute. Tut mir echt leid. Und da fällt mir noch was auf. Streamcam, zack. Da schön in die Mitte, da sieht man alles. So. Im Moment habe ich FPS-Probleme, keine Ahnung warum. Ich hoffe, das behebt sich jetzt gleich im Laufe des Spiels. So, aber das ist jetzt auf jeden Fall erstmal unser Plan. Wir gehen jetzt nochmal zu den Mushroom, Yellow, wie auch immer, Mushrooms. Da gehen wir jetzt nochmal hin und gehen unten in die Erde. Und sollten wir dort einen Magnetit finden, werden wir ihn scannen, damit unser Scanner ihn dann auch findet, ne? Das ist auf jeden Fall erstmal Plan A. Weil wir brauchen Magnetit, ich muss eine bessere Stromversorgung für meine Base haben, da noch einiges gebaut wird. Wenn ich jetzt auch bald noch die Krabbe baue, oder den Krebs eher gesagt, und den da unten noch reinstelle und mit auflade und alles drum und dran, wird der Strom da unten sehr, sehr knapp und ich habe keinen Bock, dass mir Wasser in die Bude da reinläuft oder ich in der Zeit nichts machen kann, wenn es dunkel ist. Und das ist halt doof. Außerdem habe ich mir überlegt, dass ich unten, wo das da richtig tief runter geht, wo man den geilen Scheiß findet, dass ich mir da vielleicht auch nochmal eine Base baue. Das muss aber gut geplant und vorbereitet sein, weil da unten dicke, fette Leviathane rumrennen. Und ja, ne, das kann dann schon mal in die Hose gehen. Vor allen Dingen, wenn ich spiele, dann sind wir schneller tot, als wir B sagen können. Und wir sind da. So. Hallo. Auf jeden Fall habe ich hier im Wiki gesehen, dass es hier unten im Mushroom auf jeden Fall Magnetit gibt. Ich muss dieses Magnetit scannen, damit ich das in den Scannerraum einfügen kann. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir müssen jetzt halt sehr, sehr gut die Augen aufhalten. Was haben wir denn da? Magnetit. Ja, ey, Leute. Jetzt mal abhauen hier oder was ist los mit dir? Da haben wir direkt Magnetit vor uns liegen. Wie ich das nicht sehen konnte, keine Ahnung. Wir steigen aus. Wo ist der blöde Hai? Er ist abgehauen. Gut. So kann ich den nicht scannen. Sehr, sehr mysteriös, warum ich das nicht scannen kann. Aber egal. Mich wundert es auch, dass der das da oben nicht angezeigt hat, ganz ehrlich. Jetzt muss ich aber nochmal eben hoch zum Scanner raus. Das kann ja gar nicht. Wenn es hier unten Magnetit gibt, dann muss er das auch finden in den Scanner-Ding. Da geht kein Weg dran vorbei. Da geht kein Weg dran vorbei. So.
kann ich mir gar nicht vorstellen. Warum zeigt er das nicht an? Magnetit zeigt er an. Boah, Freezy, ey. Du Blindfisch hoch 10. Das Kristall. Ich habe jetzt alles mitgenommen, ey. Unfassbar für sie. Egal. So, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Magnetit. Das ist ja schon mal was. So, da unten zeigt er mir jetzt noch mehr an. Auf geht die Suche. Nach dem wunderschönen Magnetit. Jetzt kommen wir natürlich endlich weiter. Und das hilft, ja, also das hilft mehr als, also dieser Scannerraum, das ist dann schon mal etwas, was man auf jeden Fall bauen sollte, wenn von euch Leute gibt, die das Spiel spielen, Scannerraum. Scannerraum ist das Nonplusultra, meine lieben Freunde. Ich muss hier auf jeden Fall auch nochmal mit dem Krebs hier runter, den habe ich ja jetzt, oh, guck mal, jetzt kann ich scannen, das sollte ich scannen. Wunderbar. Bisschen tiefer als ich dachte. Den da unten kann ich aber mitnehmen. Boah, guck mal Leute, was hier alles angezeigt wird. Wunderbar. Direkt zwei nebeneinander. Komm, hau ab. Seht ihr, ich brauche halt einfach die Waffe. Also, damit. Damit ich mich halt wehren kann, ne? Ich mich halt wehren kann. Ich wollte schon sagen, war das alles jetzt oder was? War ja klar, dass das hier. Lebensform. Höhlenbusch. Wie viel habe ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit einem im Dingen sind 9. Ich sollte mir noch ein paar mehr mitnehmen, wo ich gerade schon mal hier bin. Das ist ja nix. Ein dicker Magnetitklotz. Das ist ja schon mal echt nice. Oh, auch ein Magnetitklotz. Magnetitklotz. Ach, hier geht es schon gar nicht mehr weiter. Das ist ein Vulkan. Ja. Könnte man vielleicht auch mal eine Base bauen. Also hier sind übelst viele Magnetitklötze. Ja, auf geht's. Alles scannen, was geht. Quallenpilz. Ein Klotz. Thank you.
sind die Klötze. Ich muss, ja, wäre besser, wenn ich das Ding baue, weil hier kann ich richtig gut Magnetit abfahren. Sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Komm mal. Machen wir uns jetzt mal auf den Weg zurück. Also wir haben jetzt erstmal Magnetit, um uns einiges herzustellen. Das werden wir auch auf jeden Fall auch mal tun. So. Also mit dem neuen Taucherhelm ist schon nice. Also kann man echt nicht anders sagen. Ich konnte ziemlich lange unter Wasser bleiben. War eine gute Idee, den herzustellen, finde ich. War echt eine gute Idee. So. Jetzt hauen wir aber erstmal wieder ab. Jetzt hauen wir ab von den Mushrooms hier. Und fahren zu unserer Base und werden uns jetzt erstmal ein paar Dinge herstellen, die wir alles so brauchen. Ne? Fällt mir ein, braucht man für die. Nee, Gold und Titan braucht man dafür. Ja gut, Gold weiß ich, habe ich noch eine Menge zu Hause. Das dürfte eigentlich kein Problem sein, weil ich muss auch Transmitter bauen, damit Strom zu meiner Base kommt. Aber wen erzähle ich das, ne? Ihr wisst ja sowieso alles immer besser als ich. Ey. Wenn ich denke, oh geil, habe ich herausgefunden. Ja, Friesi, aber du kannst damit noch das und das und das machen. Und denkst ja, ich war so froh, dass ich das herausgefunden habe. Aber ist nicht böse, weil ich weiß ja, ihr spielt das wahrscheinlich. Und ich finde auch eure Tipps immer sehr, sehr hilfreich. Ohne Scheiß, ich sitze manchmal hier, weißt du, da kommt ein Kommentar rein, du guckst so, da machst du so, Friesi, da hättest du auf uns selbst drauf kommen können. Aber manchmal vergisst man das so. So Kleinigkeiten im Let's Play, wo man sich dann denkt, weißt du, was eigentlich voll standardgemäß ist oder klar ist oder so. Aber manchmal, ja, manchmal ist es so, dass man es vergisst, ne? Kommen wir zu unserer Base und kommen wir zu unserer Base. So. Welcome on board, Captain. So. Als allererstes mal. So, jetzt muss ich schauen. Ich wollte das Wärmekraftwerk bauen. Aerogel, Magnetit brauchen wir dafür zweimal und Titan 5. Das heißt, ich muss einen ganzen Batzen an Titan erstmal sammeln. Aber ich bräuchte auch noch für mein Ding, glaube ich, damit ich dieses Modul bauen kann, damit ich die abschrecken kann. Dafür brauche ich, glaube ich, Seemod-Modul da. Ach nee, das war dieses Polyanilin. Ach, scheiße. Kernsatz, ja, ja, gut. Los. Okay. Geht ja erstmal kein Weg dran vorbei. Ich brauche erstmal Titan. Sollte aber vorher mal eben meine Taschen leer machen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal Magnetit am Stissel. Ist eigentlich schon mal nice. So, Gold habe ich auch genug. Titan, das ist das, was jetzt gerade echt im Moment fehlt. Da werden wir uns jetzt erstmal schönes für. So. Ach, ich verlaufe immer falsch.
Wir gehen jetzt erstmal Titan holen. Echt geil, wenn man das Ding hier auftunen könnte, du. So. Sehr merkwürdig. Normalerweise liegt doch hier mal alles voller Schrott. Ist jemand sauer? Da muss ich gerade mal eben kurz kämpfen, ne? Den habe ich jetzt. Scheiße. Okay, ich werde nicht weiter verfolgt. Was war das? 30 Sekunden. Was war das? Ich bin nach Hause. Tschüss. Ey, ohne Witz, was war denn das? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Bisschen nervös. Was war denn das jetzt?
Keine Ahnung, was das jetzt war. Aber gut, meine lieben Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Subnautica wieder. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.